Es schneit. Es schneit draußen in der Wirklichkeit und es ist doch für mich der perfekte Grund, die Winteredition vom IQ-Marathon mal zum Spielen. Der IQ-Marathon habe ich schon vor längerer Zeit mal gespielt. Da wird auch das Spielprinzip ganz gut erklärt und klar. Und es ist die Fortsetzung, die glaube ich schwieriger ist. Ich weiß es nicht genau, weil ich sie selber noch nicht gespielt habe. Ist also alles komplettes Neuland für mich. Und ich hätte sagen, man lege einfach mal los und gucke, was auf uns zukommt. In Level 1, da steht kein Text drin, aber wir wissen ja, wir müssen zum Pokal und da ist unsere Kuh und die schiebt den Ball weg. Deshalb läuft die Donner. Dann müsst ihr auf den Knopf laufen. Ich zeige es einfach nur mal für die, die es nicht sehen. Ich aktiviere gleich Run und mach Go. So, mit dem Knopf. Heieiei. Mit dem Knopf macht die da auf, allerdings bleibt sie da stehen. Das heißt, wir müssen sie so fahren lassen. Da muss sie wieder nuff, da muss sie abbiegen, dann muss sie oben über, da haben wir irgendwann nein und so, jetzt müsste es funktionieren. Genau, und hurray, da hat sie ihren Pokal gefunden. Okay, diesmal brauchen wir den Schlüssel. Das heißt, wir gehen der Hanne nach oben und wieder zurück. Gehen Donner. Gehen Donner. Ah, haha. Fake, das sieht man's. Die da, Hanne. Die ist die Kuh, die nichts machen kann. Die da, Hanne, ist die, die der Pokal braucht. So. Und deshalb braucht die da gar nichts machen. Hahaha. So, das geht aber so. Und der Pfeil brauchen wir gar nicht. Und da geht's. Doch, den brauchen wir auch. Gut. Ne, den brauchen wir nicht. Wir brauchen die da nicht. So, die geht einfach so. Wir können ja mal schon testweise schon so machen, nur da zum Zeigen, dass es nicht funktionieren wird. Den brauchen wir doch da, Hanne. Hahaha. So. Die wird jetzt den Ball schieben. Ach doch, ja, so wird deshalb nicht funktionieren. Wir brauchen den Ball gar nicht mitnehmen. Deshalb können wir einfach eins früher runtergehen. Dann bleibt er da, Hanne, liegen. Genau, hoppala. Und hurray. Da haben wir's. Gut, müssen wir wahrscheinlich alle Hebel und Knöpfe in Bewegung setzen, dass der Hanne was funktioniert. Ich würde sagen, wir biegen erstmal auf der Seite ab. Am Ende müssen wir auf jeden Fall den Schlüssel holen. Weil wir sonst durch die Eutiere nicht durchkommen. Dann müssen wir da reinlaufen. So, mal von hinten her gesehen. Dann sage der Hanne, gehen wir so runter. Das heißt, wir gehen da so runter. Und gehen da so rum. Machen das da. Gehen da nach unten, dann rennen wir so rum. Dann haben wir es eigentlich schon fast. Außer, dass wir das Problem haben, dass wir, wenn wir da jetzt nur rennen, doch, müsste funktionieren, wenn wir es so machen. Da Schalter, Knopf, Schalter, Knopf, rum. Müsste funktionieren, probieren wir es. Ja, genau, müsste funktionieren, macht es aber nicht, weil wir uns versetzt sind. So. Die Tore sind offen. Das durch offen und den Schlüssel holen und durchrennen. Und jetzt sage, hurray, wir haben es geschafft. Okay, die da Hanne ist wieder bloß Attrappe. Und die da Hanne lauft da rein, kann aber doch, so. Man kann das natürlich auch anders machen, man kann das auch so machen. Und der auch immer einen Pfeil so gäbe. Ich probiere mal, ob das funktioniert. Könnte nämlich passieren, dass es tatsächlich klappt. Wenn es natürlich da schon wieder versetzt. Okay, wenn wir den da gleich noch Donner setzen und den da Donner. Mein Plan ist, dass die da reinrennt und dann weggeschoben wird. Ja, genau so. Das war mein Plan. Hat funktioniert, ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch anders gegangen. Aber es hat auf jeden Fall geklappt. Okay. Da steht X-Mess, wer es nicht gesehen hat. Und wir brauchen alle Schlüssel. Das heißt, wenn wir da reinwählen, müssen wir da wieder nuf. Müssen da runter und da nach links. Und dahinter ist es ganz ähnlich. Da gehen wir so.
so wichtig ist, dass man das nicht andersrum macht, dass man nicht so macht, dann denkt der, die läuft dann so zurück. Also so. Oh, man kann Pfeil nach oben mehr. Nee, aber abgesehen davor, das geht nicht, weil dann der Pfeil schon weg ist. Das heißt, der Abzweig muss immer so rum sein. Und vor allem geht es dann auch mit den Pfeilen besser auf. So. Dann machen wir das da so. Da ist genau die gleiche Problematik. Eigentlich denkt man sich ja jetzt, die läuft da runter, geht dann das Hohle, läuft wieder auf. Allerdings müsst ihr dann wieder weg, sonst rennt sie oben gegen die Wand. Und mit dem Pfeil geht es nicht, weil der wird sonst zu früh funktionieren. Das heißt, es muss umgedreht werden, dass die da runter geht. Und wenn der Pfeil weg ist, wenn sie wieder raufkommt, dann erst abbiegt. Ganz einfach. Was man dann aber noch machen muss, ist nämlich die da Hanne direkt nach unten weg zum Leiter, weil sonst kommt sie nicht auf den Pfeil, sondern auf den. Ha! Also jetzt läuft sie so, holt das Ding, läuft nur und dann läuft sie da rüber, wird dann da wieder raufgeschickt. Da müssen wir aber das gleiche wieder machen, weil sonst funktioniert es nicht. Machen wir es so und dann brauchen wir noch unter den Pfeil und dann haben wir es. Und die Balle da unten, die sind uns völlig egal, die waren nur zur Irritation oder Irritierung oder wie auch immer. Gut. Hooray! Mucksmilch Xi, okay. Das sieht schon wieder hundertfach verwirrend aus mit dem ganzen Zeugs, mit allem Möglichen, aber ich glaube, das ist ganz einfach. Man setzt einfach mal den da Donner, setze das 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 da Donner und das da Donner. Und ich behaupte, dass es so einfach mal funktioniert, okay? Starten wir. Zack, zack. Da hat sie ihn. Und hat ihn. Perfekt. Hooray. Ein Labyrinth. Ich sehe da schon so einen Weg. Der vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht. Nee, der funktioniert nicht. Doch, so funktioniert er. Ha ja. Easy. Ja, das war nicht so schwer. Hooray. Hooray. Ich weiß gar nicht, wie viele Levels in dem Dings gibt. Okay, das sieht verwirrend aus. Sieht wahrscheinlich nur verwirrend aus und ist es in Wirklichkeit gar nicht. Probieren wir aus. Genau, ich habe den falschen Pfeil genommen. Probieren wir mal aus, welchen Knopf das Ding aufmacht. Ah, perfekt. Genau, das, was ich gedacht habe. Dann können wir nämlich da durchrennen. Dann wird das nächste den da Hanna höchstwahrscheinlich aufmachen. Dann müssen wir aber da Hanna schön so machen, sonst kommen wir nämlich nicht raus. Dann müssen wir noch einmal so machen. Und noch den da noch. Und dann geht es nämlich genau auf. Und dann soll das auch funktionieren. Genau. Hooray. Und es sieht auch wieder verwirrend aus. Aha. Da der die Sage. Machen wir es einfach so. Also man kann über die Brücke immer nicht drüber. Da könnte man drüber, wenn man den dann nimmt. Da ist ein Loch, da kommt man so auch nicht drüber. Das bedeutet, wir schieben den, die rennt da dagegen, die schiebt ihn dann auf. Dann läuft sie einmal außen rum, nicht mit dem Pfeil, sondern mit dem. Und das natürlich eins weiter tiefer. So. Schiebt ihn da rein, nimmt den Schlüssel mit. Lauft. Da hinten unter. Läuft einmal so. Läuft nach oben. Und lauft dann da wieder rüber, da wieder rum und so. So funktioniert's. Ich zeig's euch. Die schiebt den weg. Nimmt den Schlüssel. Schiebt den Ball in das Loch rein. Lauft Bogen. Rennt drüber. Und hooray. So einfach ist es. Und wie einfach ist das? Wir kommen da nuf. Also da kommen wir einen Kreislauf. Nein, aus. Wir treffen dann aus. Das bedeutet, wir machen einfach mal den Pfeil da noch. Machen da einer. Machen da einer. Machen da einer. Und das müsste vielleicht funktionieren, wenn wir es richtig machen täte. Natürlich. So. Ja. Ja gut, das war auch machbar. Hooray übrigens. Ja, ja. Was ich nicht weiß, wie schwierig es nur wird. Also das andere ist gegen Ende dann doch ziemlich knifflig worden, kann man sagen. Der erste Teil, oder die Grundversion.
mit dem Spielchen. Das Spiel gibt es übrigens kostenlos zum Spielen. Als Flash-Dings da im Internet. Ich denke mal, dass ich intelligent genug bin und es unten in der Videobeschreibung hat. Wenn nicht, schlage er mich halt einmal und dann fällt es mir wieder ein. Nein, natürlich nicht. Also der bin ja in einer gewaltfreien Welt, zumindest fast. Nee. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall auch mal spielen. Und wer da selber die Nuss knacken will, das sollte vielleicht das Spiel jetzt lieber mal ausmachen. Die leichte Sache sind ja mittlerweile fast vorbei. Es kann jeden Moment schwer werden und wer sich da selber nicht spoilern will, der muss jetzt zwangsweise abschalten. Jetzt. Jetzt, ja. Und die andere bleiben da. Okay, machen wir weiter. Wer nicht will, der hat schon gehabt haben, sein wird vielleicht. Das ist wieder so verarsche Mission. Kann man einfach mal so sagen. Weil da liegt ein Schlüssel, da liegt ein Schlüssel, da ist ein Tor. Und man denkt sich, wenn man so guckt, aha, da ist ein Schlüssel, da kommen wir nicht rein durch das Tor, dann nehmen wir den Schlüssel, dann kommen wir da rein, dann kommen wir mit dem Schlüssel da rein, können wir mit dem Schalter das betätigen und dann macht es das. Was macht das? Das macht gar nichts. Wir können den Schlüssel nicht mal holen, weil wir da reinrennen und nicht mehr rauskommen. Und Leute, das zeigt mir, dass wir den gar nicht brauchen. Andererseits gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, erstmal von hinterher das Ganze zu betrachten. Und gucke, was macht der Pokal, wo ist er eingebaut? Der ist nicht eingebaut, der ist direkt verbunden. Und die Kuh muss einfach bloß den Wald erkennen, zwischen den ganzen Bäumen und dann gezielt zum Pokal rennen und Hooray rufen. Aber das Hooray kommt gar nicht mehr. Das war im ersten Teil, ich glaube, immer so ein Schriftzug kommen. So.